So, und herzlich willkommen. Da nehmen wir mal ein bisschen weniger. Das ist der Lavakuchen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Hier gibt es im Wasser ganz viel Herzen. Die hebe ich mir aber auf. Jo. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eden Time. Oh. Na. Ja, diesmal machen wir den Lavakuchen. Ab in die Kanone. A la Mario Style. Boom. Ja, wenn du da zu weit fielst, wie entstand dieser Ort überhaupt eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Das kannst du mir wahrscheinlich besser verraten. So, den Magnet habe ich. Die Abklingzeit der Hüte habe ich auch. Okay. Ja, Vorsicht. Hier wird's heiß. Hier darf man nicht diesen Sonic Move machen, weil die Vögel schon echt on fire sind. Es geht eigentlich, muss ich sagen. Ich finde den Lavakuchen jetzt nicht so schlimm, wie ich gedacht. Aber wie gesagt, was das angeht, bin ich ja eigentlich relativ... Also, solange es mit Controller geht, finde ich... Noch ein Hutgarn! Ich glaube aber nicht, dass ich die brauchen werde. Von daher bin ich, was das angeht, eigentlich ganz entspannt. Nee, was ich sagen wollte ist... Hi, das ist eindeutig ein sicherer Platz für ein Kind. Ja, auf jeden Fall. Meine Kinder lasse ich auch immer gerne in Lavakuchen spielen. In brennender Atmosphäre. Also, da muss aber schon echt ein krasser Rabenfalli sein. Will ich dahin? Soll ich dahin? Soll ich hier lang? Hier geht's weiter. Wie gesagt, ich will ja eigentlich immer da lang gehen, wo es nicht weitergeht. Ich glaube, ich sehe einen Schatz. Ja, da will ich dann hin. Ich glaube, da muss ich dann auch wieder zurück. Wenn nicht, mache ich es halt zweimal fertig. Wow, wow. Okay. Ist das mies. Ist das gemein. Geht's hier weiter? Nein, okay. Oh. Naja, immerhin. Schätzchen ist ein Schätzchen, ne? Und wir haben noch kein Leben verloren. Eine Tokenmünze, wunderbar. Bestimmt wieder eine neue Farbe. Aber dieses Weiß-Pink ist schon cool. Vor allem mit den lila Haaren, doch. Doch, man kann sagen, das hat was. Oh, den Schatz haben wir uns geholt. Super. Da haben wir... Mit der richtigen Farbe haben wir einen kleinen Link. Mit der richtigen Farbe... mit der richtigen Farbe haben wir einen kleinen Link. Auf der einen Seite... Aua, das hat wehgetan. Naja, hält sich Grenzen. Die müssen doch heiß sein wie Sau. Mensch, Mensch, Mensch. Naja, wie gesagt, mit der richtigen Farbe haben wir auf der einen Seite einen kleinen Link. Eine kleine Schatzsucherin wie Lara Croft. Und aber einen wesentlich besseren Mario. Da gibt es auch noch einen Hutgarn. Den hätte ich gerne. So, Korre für einen verrückten Mischmasch. Wieder einen Hutgarn gehabt. Das brauchen wir nicht. Boah. Wie habe ich denn das geschafft? Egal. Ja, ein bisschen Skill habe ich schon. Auch wenn ich sonst eher so der kleine Casual-Failer bin. Aua. Ja, sagte er und hat natürlich direkt... ...die Rechnung für dieses Scheiß gegeben. Bekommen.
Naja, kleine Sünden straft der Herr sofort. So, weg damit. Ups. So, ich warte jetzt, bis der neu hochkommt. Wir gehen alle drei zeitgleich runter. Okay. Das wird knapp. Das war mies. Ist die Frage. Da ist das Zeitstück. Da muss ich lang. Ich habe nur noch ein Leben. Will ich es riskieren? Kann ich mich da so ein bisschen durchglitschen? Nein! Nein! Och nein! Nein! Ich dachte, ich wäre da schon drüber. Oh, scheiße. Also entweder das ist eine durchsichtige Wand oder nicht. Ach, hätte ich doch bloß die Schnauze gehalten. Und dann wäre das alles nicht passiert. Ja, man muss es genau abtimen. Oder ich nehme einfach den Zeithut. Nee, komm, passt schon. Das kriegen wir auch so hin. So, ich hätte eigentlich aus Prinzip nochmal gucken müssen, ob das klappt irgendwie. Aber naja, gut. Super, haben wir das schon mal. Wunderbar. Lavakuchen fertig. Lavakuchen abgeschlossen. Jetzt kommt, ich glaube, jetzt geht es richtig rund. Die, soweit ich sehe, sind die Pollen, mögen die Ziegen die Pollen nicht so ganz. Die Krankheit hat sich verbreitet. Ich würde sagen, jetzt geht's richtig rund. Das ist, glaube ich, auch das Finale. Dann sind wir endlich mit der Alpine-Bergkette fertig. Wo müssen wir lang? Wir müssen hier lang. Ich glaube, die sind jetzt... Ich glaube, die Bergziegen sind jetzt stark böse. Warte mal, habe ich genug Kohle? Nee, ich habe nicht genug Kohle, glaube ich. Not everything. Nee. So, alles hängt natürlich mit einem kleinen Mädchen. Dahin muss ich. Okay. Wow. Aber wir dürfen natürlich die Jagd nach dem, nach der Kohle nicht vergessen. Ich muss jetzt nach links. Ich muss jetzt, glaube ich, hier nur überall lang. Hier müssen wir aufpassen. Ja. Das macht Aua. Jetzt geht's hier. Jetzt ist die Luzi aber echt am Dampfen. Also hier einfach drüber ist... Kannst du vergessen. Jo, hier geht's jetzt richtig ab. Brennt jetzt. Super. Wie komme ich da jetzt rüber? Ich krieg das aber hin. Hier lang muss ich. Oh, Waschbären. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Ich muss hier eine Welt... Ja, ist klar. Ich muss jetzt hier eine kleine Welt retten. Ah, ich wusste's. Lass mich raten. Diese Pflanze müssen wir irgendwie besiegen. Oder abernten. Und die schießt natürlich auf uns. Die weiß, dass wir ihr an den Kragen wollen. So, jetzt nehme ich aber mal unseren Sprinthut. Wir müssen uns beeilen. Da müssen wir aufpassen, glaube ich. Oder? Ja. Die sind normalerweise nicht so aggressiv.
Da hinten ist auch noch eine. Also wir müssen jetzt diese Pollen hier klatschen. Dann schlafen die sich jetzt aus. Das ist schon mal super. Lauf, Mädchen, lauf! Du bist die einzige Rettung für diese braven Bergziegen. Was wohl passiert wäre, wenn die Kleine... Ja gut, wir sind ja für das Suchen von den Teilen verantwortlich. Boah, war das knapp. Wir sind ja eigentlich verantwortlich dafür, dass die Sporen sich hier verbreitet haben. Von daher eigentlich schon. Die Frage ist, hätten sich die Sporen auch so verbreitet? Wo muss ich denn jetzt überhaupt lang? Wo ist denn die nächste Spore? Da, auf der linken Seite. Also muss ich hier runter. Kann ich das über die Vogelnester machen? Nee, muss ich hier rüber machen. So, das fällt jetzt eine Zeit lang runter. Wir könnten aber auch hier lang gehen. Müssen wir sogar. So, jetzt hier lang. Das kennen wir ja alles schon. Und ab zur nächsten Spore. Hier sind noch mehrere, alter Schwede. Hier scheint es ja richtig abzugehen. Hier kommen wir nicht lang. Okay. Wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Bisschen da von da unten. Yo, das nenne ich mal einen Sprung. Boing. Oh je, oh je, oh je. Dabei war es hier so schön. Aber nein. Hallo. Eckzaun. So, dann will ich mal zurück. Boah, Kleine, da musst du aber jetzt loslegen. Hier auf der linken Seite sind noch welche aufgetaucht. Nichts, okay. Ich hab doch X gedrückt. Die Kleine will heute aber echt, will's halt echt wissen. Auch keiner Bescheid, was abgeht, ne? So, dahin muss ich. Da ist noch was aufgetaucht. So, mit dem Eis nach oben. Okay, zur Windmühle. Das kriege ich aber hin. Ich glaube, fast jedes Gebiet ist jetzt davon betroffen. Links oder rechts? Ich glaube auf der linken Seite. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, war das Richtige. Okay, super. So, die kriege ich wenigstens alle. Sagte er verpatzt ein. Ne, den habe ich noch gekriegt. Dem Magneten sei Dank. Ich habe doch die Maske angezogen. Puh, na gut, muss ich nochmal da lang. Zum Glück ist die Kleine immun dagegen. Ich glaube, die braucht keine Luft zum Atmen.
Okay, keine Ahnung, aber na gut. So, ich habe den Hut schon. Ja, das bringt mir trotzdem recht wenig. Ja, wie komme ich denn da rüber? Ah, da. Alles klar, hier war ich... Nee, hier war ich noch nicht. Da ist die Blume. Und versucht mich mit allen Mitteln abzuwehren. Oh, ist das mies. Ist das gemein. Gibt's hier wenigstens ein paar Herzen da drüben, ja. Gibt's hier noch irgendwo ein Herzchen? Für mich. Nein, gibt's nicht. Okay. Au! Ist das mies. Ist das gemein. Ich hätte gerne noch mehr Herzchen. Ja, auf den Dächern hat sie keine Macht. So, die ist schon mal weg. Schon mal Ruhe im Karton. So, wo geht's denn zur nächsten Blume da drüben? Oh, hier gibt's noch zwei Herzchen. Oh, super. Sind nicht ganz so gemein wie bei Shantae. So, wie komme ich denn... Da ist noch was. Da ist nichts. Okay, jetzt muss ich mir eine Route suchen. Okay, darüber, darüber. Da irgendwie hin. Das bedeutet, ich muss hier... Da nicht hin. Ich muss hier runter. Und dann muss ich zum roten Seil. Ist der in der Nähe? Der ist da drüben. Da komme ich aber auch hin. Super. Ich weiß, wo ich lang muss. Wunderbar. Darüber muss ich. Oha! Oh, ist das mies. Ja, ich muss da sowieso hin zum Lavakuchen. Den haben wir ja eben schon gemacht. Boah, ich bin mal gespannt. Hier ist natürlich, wie gesagt, echt die Luzi am Dampfen. Muss ich da wirklich zum Lager kommen? Ich muss da hoch. Boah, das war so gemein. Aber die Stelle kriege ich jetzt wesentlich besser hin, hoffe ich zumindest. Nee, ich muss da hoch. Macht's gut, ihr Waschbären. Ich habe jetzt gerade keine Zeit mit euch. Die Ziegen und die Dorf... Oh, brennt nicht. Okay, super. So, die hat mich jetzt erkannt. Vergiss es. Solange du mir nicht wehtust, ist es noch in Ordnung. Ich darf nur nicht richtig hier drin stehen. Ich darf hier auch, glaube ich, gar nicht zu lange
diesen Sporen stehen. Ah, die Pflanzen tun auch. Aua. Gibt es hier irgendwo noch Herzchen? Ja. Gibt es hier sonst noch Herzchen? Ja, so weit kannst du einen Sporn, da kannst du eine, kannst dich nicht verteidigen, ja? Super. Wunderbar. Es ist vorbei, die Luft ist wieder rein und die Ziegen scheinen wieder zu sich zu kommen. Ich verstehe es nicht wirklich, aber denke, wir müssen dir danken. Wir haben das in einem Haufen dieser verwelkten Blumen gefunden. Du hast die anderen ziemlich hartnäckig gesammelt, also denke ich, dass sie dir gehören. Danke, dass du uns geholfen hast. Oh, super. Wunderbar, aber da hinten sind noch... Sammel das noch nicht ein, Mädchen. Ah, die will ich noch mitnehmen. Kohle muss sein. Taschengeld. Muss sein für die Kleinen. Super, Alpine Skyline All Clear. Neue Errungenschaft bekommen. Cool. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schon fertig habe. Na gut, wunderbar. Haben wir alles gemacht. 21 Minuten. Ja, das passt. Dann würde ich einen Schnittibus machen. Ja, das passt für heute. Wir haben jetzt... Oh, wir haben wieder richtig viel Kohle. Und wir haben hier alles clear. Und das Finale sogar. Wunderbar. Schön. So, die Frage ist, wo wollen wir oder wo müssen wir als nächstes hin? Wir könnten das hier aufmachen. Boop. Ah, super. Energie für den Wäscheraum wiederhergestellt. Das Kapitel Die arktische Kreuzfahrt ist jetzt verfügbar. Yay, super. Trotzdem gibt es hier noch eine Sache, die ich vielleicht sogar noch in diesem Part machen möchte. Wir haben ja jetzt diesen ach so schönen Damenhut. Und dementsprechend würde ich ganz gerne nochmal hier das Zeitrennen machen. Dann haben wir das auch fertig. Beim Rennen schummeln. Ja. Dieses Rennen ist aber so gescriptet, dass wir das so an sich nicht gewinnen können. Das ist natürlich sehr eklig. Deswegen brauchen wir den Zeitstopphut. Komm, das mache ich jetzt noch hier. Der ist nämlich... Mafia ist böse. Haha, Raketen sind schnell und wenn Mafia ist auf Rakete, Mafia ist schnell. Schnellster Mann der Welt. Kleines Mädchen möchte schnellsten Mann der Welt herausfordern. Mafia zahlt halb Stück von Hauptquartier, wenn du gewinnst. Gibt es Mafia... gibt Mafia es dir. Alles klar, so sei es. Mafia nicht sicher, ob Mafia es überlebt, aber immerhin stirbt Mafia als schnellster Mann der Welt. Wir müssen den jetzt gewinnen. Also da kannst du machen, was du willst. Hier natürlich mitnehmen, was geht. Das... Ich will erstmal das Rennen machen. Der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Bonds haben wir genug. Oh, das war knapp. Wo kam der auf einmal her? Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Oh, übel. Aber cool. So. Ja. Passt eigentlich. Jetzt müssten wir eigentlich hier hin. Das ist das Finale. Aber soweit bin ich noch nicht. Lass mich mal überlegen. Ich habe immer noch Zeug, wo ich was hinstellen kann. Die Frage ist, wo habe ich noch einen? Warte mal, ich könnte eigentlich mal in der Waschküche gucken, die ich jetzt freigeschaltet habe. Vielleicht ist da noch ein Platz frei, um den Schatz, den ich gefunden habe, loszuwerden. Gibt es hier noch ein Podest? Ja, kosten 300. Mache ich auf. Was haben wir denn hier?
Oh, Schokokugel und Törtchen. Du hast einen Schatz vom komischen Planeten identifiziert. Ah, super. Und ein Zeitstück gefunden. Super duper. So, das ist die Waschküche von der Kleinen. Yay, Wasserball. Juhu. So, was haben wir denn hier? Können wir in die Waschmaschine springen? Ja, wir machen uns sauber. Blub, blub, blub. Super. Bubbles. Das ist irgendwie so japanisch gerade. Dieses ganze Verniedlichung. Ich find's cool. Ich find's lustig. Hier, das ist, glaube ich, eine, soll eine Robbe sein. So ein kleines Jurob. Jurob, Jurob macht Wäsche sauber. Ah, guck mal, ein Teddybär. Und noch ein Teddybär. Das ist ein Panda-Bär und ein Teddybär. Supi. Ist aber nur die Waschküche. Ist jetzt keine Badewanne. Jo. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, weil das, da fangen jetzt die DLCs an, mache ich hier nochmal einen Schnitt und wir sehen uns dann im nächsten Part. Dann wird dieser Part ein bisschen kürzer. Kein Problem, hier hatten ja die letzten zwei Parts ein bisschen länger. Von daher macht's gut. Bye, bye. Oder hast du denen noch was zu sagen? Hm? Willst du noch was sagen? No way. No way. Alles klar, dann macht's gut. Bye.